Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Game-Based Podcast. Heute möchten wir uns über das Thema Computerspielsucht und internetbezogene Störungen unterhalten. Und dafür haben wir einen Interviewgast da, die sich sehr gut mit dem Thema auskennt. Und zwar Frau Dr. Isabel Brandhorst. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Internetbezogene Störungen und Computerspielsucht am Universitätsklinikum in Tübingen. Hallo Frau Brandhorst. Hallo zusammen. Ja, schön, dass Sie Zeit gefunden haben, mit mir über dieses Thema zu reden. Ein Thema, was ich bei den Fortbildungen immer wieder gefragt wurde, so dieses, ja, ich habe Angst, dass mein Kind zu viel spielt, dass es in eine Sucht reinkommt. Wann weiß ich denn, dass es eine Sucht ist? Wie gehe ich damit um? Gerade während Corona war das ein sehr präsentes Thema. Und deswegen freut es mich, dass Sie jetzt so Ihre Expertise mit reinbringen können. Wollen Sie vielleicht ein bisschen was zu Ihrem beruflichen Werdegang erzählen? Das kann ich gerne machen. Ja, ich bin Psychologin, bin jetzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Tübingen seit, ich glaube, ungefähr 11 Jahren. Habe dort in der Tagesklinik gearbeitet und viele Jahre die Spezialsprechstunde für Internet- und Computerspielsucht betreut und die Ambulanz geleitet. Und inzwischen bin ich in der Forschung eben mit dem Spezialgebiet Internetnutzungsstörungen in Tübingen. Und wir haben unseren Forschungsschwerpunkt eben auf der Computerspielstörung und der sozialen Netzwerknutzungsstörung bei Kindern und Jugendlichen und entwickeln vor allem auch viele Interventionsprogramme digitaler Natur in der Regel, die sich an Eltern und die Betroffenen selber richten. Und wie ist das in dem direkten Patientenkontakt, den Sie hatten? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt ein Jugendlicher oder ein Kind eine eventuelle Computerspielsucht hat, dass man sich da noch nicht sicher ist, dann sind es ja wahrscheinlich meistens die Eltern, die dann das Kind irgendwie zu einer Anlaufstelle bringen, eher als die Kinder und Jugendlichen, weil die das dann gar nicht selber wahrnehmen können, oder? Genau. Tatsächlich, das ist, ich schätze mal so 90% der Fälle so, dass die Jugendlichen eher, ja, man sagt, fremdmotiviert zu uns in die Sprechstunde kommen. Das heißt, die Eltern packen sie eher am Kragen und schleifen sie zu uns in die Ambulanz. Und es ist auch schon zweimal tatsächlich vorgekommen, dass die Eltern sagen, also mein Sohn ist jetzt hier an der Ampel aus dem Auto rausgesprungen und hat sich verabschiedet. Tatsächlich ist die Motivationslage da anfangs noch sehr unterschiedlich. Und die Eltern sind diejenigen, die die Probleme früher wahrnehmen. Aber nichtsdestotrotz, wenn Familien zu uns kommen, also ich spreche immer als erstes mit den Jugendlichen, um erstmal ihre Perspektive, ihre Sicht auf die Situation kennenzulernen. Und am Anfang steht auch immer eine gute Diagnostik. Das heißt, nicht jeder, der zu uns kommt, kriegt automatisch den Stempel Computersucht, sondern wir schauen da schon auch genau hin. Es gibt ja durchaus auch Eltern, die das Ganze etwas hysterisch betrachten und es auch etwas übertreiben, die wir dann auch beruhigen können und sagen können, ja, ihr Kind spielt gerne und leidenschaftlich und viel, aber das hat keinen Suchtcharakter. Und wie kann ich mir so eine Diagnostik vorstellen? Ich meine, dass ich mal gelesen habe, dass so ein pathologisches Verhalten für mindestens 12 Monate vorhanden sein muss, damit man wirklich eine Sucht feststellen kann. Welche Kriterien gibt es denn da, dass man wirklich sagen kann, okay, hier ist ein noch gesundes, aber vielleicht einfach eine hohe Spielaktivität da und hier ist es dann wirklich eine Sucht. Wie geht man da mit den Fragen an die Jugendlichen ran? Also es gibt ja Kriterien, an denen wir uns orientieren, die im internationalen Klassifikationssystem von Erkrankungen festgeschrieben sind, das jetzt auch in nächster Zeit auch in Deutschland verfügbar sein wird. Lange Zeit konnten wir die Diagnose in Deutschland ja gar nicht beziehungsweise nur inoffiziell stellen. Und diese Kriterien versuchen wir im Gespräch mit den Jugendlichen, aber auch im Gespräch mit den Eltern eben einzuordnen. Es ist da schon auch wichtig, eine Fremdperspektive mit reinzunehmen, weil Jugendliche tatsächlich lange Zeit das Verhalten eher so bagatellisieren, also ein bisschen kleinreden. Und deswegen ist es auch wichtig, die Elternperspektive da auch mit zu berücksichtigen und dann ein Fazit zu ziehen und zu schauen, sind die Kriterien erfüllt oder nicht. Und die Kriterien sind, das erste ist der Kontrollverlust, das heißt, dass die Person nicht mehr im Griff hat, wann, wie lange, wie häufig oder wo sie Computerspiele spielt.
Das zweite ist die Priorisierung. Das heißt, dass die Computerspiele immer wichtiger werden als andere Lebensbereiche wie Schule, Freunde, Familie, Hobbys. Und das dritte ist, das sind eigentlich zwei Kriterien in einem, und zwar, dass das Verhalten fortgesetzt wird, obwohl daraus negative Konsequenzen entstehen. Also zum Beispiel, dass zu viel Geld ausgegeben wird, dass die Schulleistungen schlechter werden, dass Sozialkontakte abbrechen, dass man gesundheitlich vielleicht leidet, dass die Körperhygiene schleifen gelassen wird. Also es gibt, oder auch, dass man Probleme in der Ausbildung bekommt oder sogar seinen Job verliert. Das sind lauter mögliche negative Konsequenzen. Und das ist auch der Knackpunkt, wo man den riskanten Spieler von einem pathologischen Spieler unterscheiden würde. Also wenn jemand in Anführungszeichen nur einen Kontrollverlust erlebt und das Computerspielen in seinem Leben immer wichtiger wird, daraus aber keine negativen Konsequenzen bisher entstanden sind, dann würde man auch noch nicht von einer Sucht sprechen. Und es stimmt, es gibt dieses 12-Monats-Kriterium. Das heißt, das Verhalten muss entweder kontinuierlich oder wiederkehrend innerhalb dieser 12 Monate stattfinden. Allerdings, wenn die Kriterien ausreichend schwerwiegend sind, dann muss man sich auch nicht an dieses 12-Monats-Kriterium halten. Also gerade 12 Monate ist bei jungen Menschen einfach eine super lange Zeit, das ist die eine Seite. Ja. Aber auf der anderen Seite haben halt Jugendliche immer wieder Phasen, wo sie Dinge exzessiv betreiben. Ja, dann ist es halt mal eine Weile, sind sie Wochen und Monate lang nur im Skaterpark anzutreffen oder sind nur Mangas malen oder sonst irgendwas. Also diese exzessive Phasen gehören halt auch zu einer ganz normalen, gesunden Jugendphase dazu. Und deswegen ist es schon auch wichtig, dass nur weil jetzt ein Jugendlicher ein paar Monate intensiv zockt und auch damit einhergehend die Schule schleifen lässt und so weiter, alles was dazugehört, heißt es nicht gleich, dass man dann einen Suchtstempel draufpacken kann. Dafür ist das Kriterium da. Und inwiefern ist es dann eine Hürde, dass die Kinder und Jugendlichen da eben, wie Sie gesagt haben, hingeschleift werden teilweise, da in einen Dialog zu kommen, um sowas wirklich auch rausfinden zu können? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt 15 wäre und mich jemand dahin bringt, dann würde ich halt die ganze Zeit einfach lügen, damit ich da so schnell wie möglich wieder rauskomme. Ja, lügen, also so von A bis Z eine Fake-Story auftischen, das ist schon relativ schwer und anstrengend. und wir sind ja auch, also wir in der Ambulanz, wir interessieren uns ja auch erstmal dafür, was die Jugendlichen machen, was spielen sie für Spiele, was begeistert sie, wie ist so ihr Leben. Also wir sind ja auch offen und gehen einfach ganz respektvoll und auf Augenhöhe mit den Jugendlichen um. Und in der Regel kriegt man jetzt nicht von A bis Z eine Fake-Story aufgetischt. Aber natürlich muss man sich erstmal kennenlernen, gewisses Vertrauen aufbauen, eine gewisse Beziehung aufbauen, bevor jemand an den Punkt kommt, zu sagen, ja, vielleicht ist es doch ein bisschen zu viel. Und vor allem mir ist es immer wichtig, den Jugendlichen auch klarzumachen, ich bin jetzt hier nicht der verlängerte Arm deiner Eltern. Also nur weil deine Eltern jetzt gesagt haben, du musst da hin und wir finden, dass du zu viel spielst, kommt jetzt nicht die Brandhorst und sagt das Gleiche und versucht es jetzt irgendwie durchzusetzen, sondern mir geht es schon auch darum, auch vielleicht einen Kompromiss zu finden und vor allem auch Ziele herauszuarbeiten, die der Jugendliche auch selber hat. Ja? Also vielleicht will er auch gar nicht unbedingt das Zocken reduzieren, weil er sagt, das macht mir einfach Spaß und es beeinträchtigt mein Leben nicht. Aber dass ich ständig Stress habe mit meinen Eltern und wir eigentlich gar nicht mehr normal miteinander reden können, das stresst mich schon sehr und dann ist das halt ein Ziel. Dann versucht man irgendwie dann ja mit in der Familie einfach zu einer besseren Kommunikation zu kommen und auch die Konflikte zu reduzieren, dass die nicht die Eltern-Kind-Beziehung permanent belasten. Ist das dann auch so eine Art Familientherapie, die damit reinkommt? Also nicht nur die Arbeit mit den Jugendlichen, sondern auch eben die Kommunikation mit den Eltern, die damit reingeholt wird? Muss nicht sein, aber wenn das ein Familienproblem ist, dann ist es auch wichtig, die Eltern mit ins Boot zu holen.
Wobei der Jugendliche immer Priorität hat. Also wenn der Jugendliche selber vielleicht auch sagt, er will da was verändern, er hat eine Eigenmotivation, aber er möchte seine Eltern einfach da komplett raushalten, warum auch immer, dann legen wir auch den Fokus auf den Jugendlichen. Das ist dann für die Eltern manchmal ein bisschen hart, aber die haben da vielleicht auch nochmal andere Stellen, wo sie sich austauschen können, wo sie auch ihren Ballast abgeben können. Und wir haben auch ein Online-Training für Eltern, wo die Eltern einfach auch nochmal dazulernen können. Und da lagern wir so ein bisschen was auch aus, was wir dann vielleicht in der Therapie vor Ort den Eltern nicht anbieten können. Wenn Sie jetzt merken, dass da wirklich ein, ich sage jetzt mal, schwerwiegenderes Problem mit den Computerspielen ist, also dass wirklich das ganze Leben aus dem Ruder läuft, welche Methoden gibt es da oder wie ist da die Herangehensweise? Ist es wahrscheinlich auch sehr abhängig von der Person und den Lebensumständen, aber wie kann man sich da rantasten, um die Person wieder in ein gesünderes Leben zu bringen? Ja, je nachdem, wie intensiv die Problematik ist, so intensiv muss dann natürlich auch die Behandlung sein. Also bei uns jetzt speziell in Tübingen in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Ambulanz können wir keine ambulante Psychotherapie anbieten, die regelmäßig über vielleicht 1, 2 Jahre stattfinden kann. Also regelmäßig heißt zum Beispiel jetzt jede Woche ein Termin, der 50 Minuten geht. So wäre es jetzt bei einem ambulanten Psychotherapeuten. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, wir können mit dem Umfang, den wir anbieten können, bei uns eine Spezialsprechstunde hilfreich sein, dann begleiten wir die Familien innerhalb dieser Sprechstunde. Wenn wir aber den Eindruck haben, da das ist einfach jetzt schon eine Symptomatik, die sich seit Jahren richtig ja, gefestigt hat und die braucht entsprechend auch länger Zeit, bis man sich da auch langsam wieder rausgearbeitet hat, dann verweisen wir an ambulante Psychotherapeuten. Und manchmal ist es aber auch so, dass wir eine stationäre Behandlung empfehlen. Also zum Beispiel, wenn Jugendliche auch schon Monate oder vielleicht auch sogar ein Jahr oder länger gar nicht mehr in die Schule gehen, wenn da keine Sozialkontakte mehr sind, die unterstützen können auf dem Weg wieder raus aus der Computerspielstörung. Oder auch wenn andere psychische Erkrankungen noch vorliegen, wie zum Beispiel auch eine schwere Depression, die es einfach dann ambulant sehr schwierig machen. Dann ist eine stationäre Behandlung zu empfehlen. Wie ist da das Fachwissen bei den Psychologen? Weil ich stelle mir das jetzt vor, dass es nicht viele gibt, die sich vielleicht in die Richtung weitergebildet, spezialisiert haben. Gibt es da auch Probleme, einen geeigneten Psychologen für die Thematik zu finden? Jein. Ich persönlich bilde auch Psychotherapeuten aus in dem Gebiet Computerspielstörung und ich versuche die Kolleginnen und Kollegen immer zu motivieren, mit dem Handwerkszeug zu arbeiten, das sie schon haben, weil wir wenden in der Behandlung von Computerspielstörungen keine völlig neuen Methoden an, die man erst erlernen müsste. Was man braucht als Psychotherapeut, ist eine Offenheit gegenüber Computerspielen. Also es gibt auch einfach Leute, die mögen keine Computerspiele und denen stellen sich die Nackenhaare, wenn Jugendliche da aus der Ego-Perspektive schießen und da spritzt das Blut, ja. Also wenn ich da so eine totale Abneigung gegen digitale Spiele habe, dann ist es eine schlechte Grundvoraussetzung, weil das ist schon wichtig, dass wir unseren Patientinnen und Patienten auch auf Augenhöhe begegnen und mit Respekt begegnen und wir das auch wertschätzen können, was die auch für eine Leistung im Spiel bringen zum Beispiel und auch empathisch auch verstehen können, dass sie so gerne spielen und dass es so schwierig ist, abzuschalten. Also das ist eher eine Haltungsfrage als eine Fachwissensfrage, meiner Ansicht nach. Und trotzdem ist es wirklich so, dass viele Kolleginnen und Kollegen sagen, ich kenne mich damit nicht aus, da leite ich lieber an irgendwelche Spezialstellen weiter. Aber ich meine, ich habe früher mal gezockt, aber das ist auch schon viele, viele Jahre her. Ich komme jetzt einfach auch gar nicht mehr dazu. Job, Familie und so weiter. Und trotzdem weiß ich über
einige Spiele doch das ein oder andere. Und woher weiß ich das? Durch meine Patientinnen und Patienten. Also ich frage ja die auch, hey, was zockst du? Was gefällt dir da? Zeig mal oder schau mir ein Let's Play an oder so. Also wenn ich erstmal in Kontakt komme mit dem Jugendlichen, dann lerne ich auch automatisch über die Spiele was kennen. Und das deswegen, also das, die Expertise kommt eigentlich durchs Machen. Ich hake jetzt aber nochmal nach. Das ist jetzt bei Ihnen so, aber wie ist Ihr Eindruck an dem Interesse und an dem Widerstand, was das Thema auch Empathie in Bezug auf, ja, okay, ich verstehe, wieso du jetzt gerne Spiele spielst. Wie ist das da bei den Kolleginnen und Kollegen, an die Sie eventuell verweisen? Weil ich kenne das jetzt nur so von den Lehrkräften, da ist sehr viel Widerstand, vor allem bei den Älteren. Ja, also in Tübingen bilden wir ja auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten aus und haben deswegen vielleicht mehr jüngere Kolleginnen und Kollegen in der Region. Also ich habe schon manchmal auch das Gefühl, dass das ein bisschen eine Altersfrage ist. Und ja, es ist schon so, dass ältere Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten manchmal eben mehr Vorurteile haben. Aber ja, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, irgendwie so 50% stehen der Ja. Sache eher ablehnend gegenüber und trauen sich es nicht zu und 50% so offen. Da wäre, glaube ich, mein Eindruck auch ein bisschen verzerrt, weil ich halt die praktische Erfahrung so aus Tübingen und Region habe und nicht deutschlandweit. Aber es gibt inzwischen viele Suchtberatungsstellen und die sich damit beschäftigen. Also vor 10, 20 Jahren sah das nochmal anders aus, aber inzwischen gibt es tatsächlich viele Anlaufstellen. Und mich würde es auch sehr wundern, wenn irgendein Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche in den letzten Jahren nicht mit Computerspielstörungen oder sozialen Netzwerknutzungsstörungen konfrontiert gewesen wäre, weil im Endeffekt sind Computerspiele und soziale Netzwerke sind einfach Jugendkultur, die gehören zu allen Jugendlichen dazu. Und von dem her kommt man da als Psychotherapeut überhaupt nicht drum rum, außer man will es nicht wissen und stellt keine Fragen dazu. Und das wäre schon so ein bisschen Kunstfehler. Ja, wäre dann kontraproduktiv für die Ja. Behandlung. Also ich stelle mir die Behandlung von Computerspielsucht oder einige Komponenten davon sehr ähnlich vor, so zum Beispiel soziale Netzwerkstörungen oder andere Medienabhängigkeiten. Inwiefern kann man diese Behandlungsmethoden oder diese Süchte auch miteinander vergleichen? Also man kann sie dahingehend miteinander vergleichen, dass man ähnliche Kriterien ansetzt, um sie zu diagnostizieren. Aber ansonsten sind es zumindest so, also so sieht es jetzt die Forschungsliteratur, sind es unterschiedliche Störungen. Also wir haben die soziale Netzwerknutzungsstörung, die Online-Pornografie-Nutzungsstörung, die Online-Shopping-Störung und die Computerspielstörung. Das sind so die vier Störungen, die sich unter dem Dach der sogenannten Internetnutzungsstörungen versammeln. Und das sind auch diese vier Störungen, die man in der Forschungsliteratur voneinander unterscheiden würde. Wir haben bei der Computerspielstörung zum Beispiel auch eine andere Häufigkeit in Deutschland, wie jetzt bei der sozialen Netzwerknutzungsstörung. Also circa 3,5% der 12- bis 17-Jährigen in Deutschland erfüllen die Kriterien einer Computerspielstörung. Bei der sozialen Netzwerknutzungsstörung sind es in Anführungszeichen nur 2,6% und die Kombination von beiden kommt nur bei 0,5% der Jugendlichen vor. Und wir haben auch eine andere Risikogruppe. Also die Computerspielstörung tritt häufiger bei männlichen Jugendlichen auf. Und die soziale Netzwerknutzungsstörung eher bei weiblichen Jugendlichen. Und woran kann das liegen? Das klingt irgendwie sehr, ich sage jetzt mal, stereotypisch, die Jungs zocken und die Mädels stellen sich auf Social Media da, aber irgendwie finde ich das spannend, dass man das so trennen kann. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen Stereotyp. Aber es ist so. Es gibt viel Spekulation, warum das so ist, aber da ist sich die Forschungslandschaft noch nicht so ganz einig. Und trotzdem ist es ja so, dass viele Mädchen auch zocken.
Also das war gefühlt vor 7, 8 Jahren noch nicht so sehr. Aber inzwischen ist auch das Gaming bei den Mädels angekommen. Aber es scheint nicht so sehr in einer Abhängigkeit zu münden. Wobei das vielleicht auch an den Arten der Spiele liegt, die Mädchen und Jungs spielen. Und bei uns in der Spezialsprechstunde, ich glaube, seit ich dort in den 7 Jahren, die ich dort gearbeitet habe, gab es vielleicht 3 Mädchen, die dort vorgestellt wurden. Ansonsten waren es nur die Jungs. Haben Sie das Gefühl, dass seit Corona oder gerade während der Corona-Phase es da einen Schub an diesen Süchten gab? Weil die Nutzerzahlen sind ja auf jeden Fall hochgegangen, also was die Spieldauer angeht, aber auch wie viel Zeit wir alle auf sozialen Medien verbracht haben, weil wir einfach nicht wussten, was wir im Lockdown anderes machen sollen. Ich kann mir vorstellen, dass dadurch eben dieses pathologische Verhalten sehr viel größer geworden ist, selbst und dann auch nicht mehr nachgelassen hat bei manchen, als man dann auch wieder den normalen Aktivitäten nachgehen konnte. Ja, das ist tatsächlich so. Also das belegen auch die Daten, dass wir, dass die Suchtprävalenzen hochgegangen sind, dass die Nutzungszeiten hochgegangen sind. Beim Gaming haben wir einen Plus von 50% gehabt. Aber auch, wie Sie gerade schon gesagt haben, Gott sei Dank hatten wir diese ganzen Medien, weil was hätten wir ohne die gemacht? Das ist ja auch ganz klar, dass die Nutzungszeiten hochgegangen sind. Aber auch bei den Studien, die wir jetzt durchgeführt haben und bei den Eltern, denen wir ja so ein Elterntraining anbieten, haben wir immer gefragt, ob sie das Gefühl haben, dass Corona die Symptomatik beeinflusst hat. Und es sagen fast alle Eltern, dass die Symptomatik durch Lockdown nochmal verschärft wurde, wenn nicht sogar erst durch Corona angefangen hat. Keiner hat gesagt, dass die Symptomatik während Corona sich verbessert hätte. Ist das dann, also spürt man dann jetzt auch, ich sag jetzt mal, wenn, also in dieser Ambulanz, die Nachwirkungen von Corona, also wirklich deutlich, dass da viel, viel mehr Anfragen da sind oder bei den Kolleginnen und Kollegen bei den Therapieplätzen bezogen auf diese Sachen? Insgesamt haben wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und auch in der Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen einen sehr hohen Behandlungsdruck. Also in den letzten 10 Jahren haben sich auch die Notfallaufnahmen bei uns in der Klinik mehr als verdoppelt, wenn nicht sogar verdreifacht. Das kann ich Ihnen jetzt so ganz genau nicht sagen, wie die Zahlen sind, aber die Anfragen steigen und wir erleben das. Also wir erleben einfach immer mehr hochbelastete Jugendliche. Und das kommt tatsächlich auch nach wie vor. Also wir haben nach wie vor mehr Anfragen, wo wir den Eindruck haben, das sind jetzt einfach Kinder, Jugendliche, Familien, die ausgelöst oder nochmal befeuert durch den Lockdown, wo sich die Problematik einfach nochmal verschärft hat. Aber nicht nur in Bezug jetzt auf Computerspielstörungen oder soziale Netzwerknutzungsstörungen, sondern auch auf viele andere Erkrankungen, Zwangserkrankungen, depressive Erkrankungen, Essstörungen, um nur ein paar zu nennen. Der Podcast ist ja jetzt gerade so für die Zielgruppe von Leuten, die in den sozialen Bereichen tätig sind. Und mir wurde da oft von Schulsozialarbeitern oder von Lehrkräften angetragen, dass dadurch, dass die Eltern halt oft nicht kooperieren, sie da so ein bisschen alleine stehen, weil sie halt das Kind dann nicht einfach alleine zum Psychologen schicken können. Oder ja, dass die Eltern sich da querstellen. Wenn ich jetzt Schulsozialarbeiter oder Lehrer bin und mich in dieser Situation finde, wie kann ich mit den Ressourcen, die ich eben habe, weil die ja eben auch unter enormem Zeitdruck sind durch die ganzen anderen Sachen, die nebenher noch laufen. Wie kann ich da am besten unterstützend sein, gerade auch, wenn ich die Vermutung habe, dass da eben eine Sucht sein könnte oder eben einfach ein pathologisches Verhalten? Da, wenn die Eltern gar nicht kooperieren, ist es natürlich total schwierig, weil das problematische Verhalten ja in der Regel am stationären Computer zu Hause stattfindet. Also klar, es gibt auch inzwischen viele gute Computerspiele oder Games, die sich am Smartphone zocken lassen, aber der Klassiker ist ja immer noch der stationäre Computer, der die entsprechende Leistung auch mitbringt zu Hause. Und wenn die Eltern das gar nicht als Problem wahrnehmen und der Jugendliche auch nicht,
boah, dann wird es wirklich schwierig. Also da kann man eigentlich nur sagen, nicht aufgeben, und weiter so lange nerven und den Leuten auf den Füßen rumtreten, bis sie irgendwas tun. Oft haben wir ja aber auch die Situation, dass Eltern motiviert sind, und nur die Jugendlichen nicht motiviert sind. Da können sie dann eben zum Teil auf unser Elterntraining verweisen, wo die Eltern nochmal auch eine Anleitung bekommen, wie sie durch ihr Erziehungsverhalten, Kommunikationsverhalten und die Gestaltung der Eltern-Kind-Beziehung Einfluss nehmen können. Und ja, und weiter eben mit dem Schulsozialarbeiter auch im Gespräch zu bleiben und an Stellen vor Ort zu verweisen. Also auch gerade die Suchtberatungsstellen sind ja sehr niederschwellig, die arbeiten ja auch ohne Diagnosen. Da kann man, muss man sich jetzt auch nicht wie beim Psychotherapeuten für mehrere Stunden und Termine verpflichten, sondern das ist einfach mal für so ein orientierendes Gespräch. Und wenn man das schafft, das ist irgendwie schon so die halbe Miete. Also wenn man den Jugendlichen entweder motiviert bekommt, da wirklich auch aus dem inhaltlichen Interesse hinzugehen, oder vielleicht sagt er auch, ja, ich gehe da jetzt einmal hin, damit ihr aufhört, mir ständig auf den Füßen rumzutreten mit dem Thema. Und dieser eine Termin, der kann halt schon super wichtig sein. Klar hat dann der Behandler oder der Berater erstmal nur diese eine Chance. Aber wenn er das sich da gut anstellt und dem Jugendlichen zeigt, so, hey, ich bin keine Gefahr für dich, ich bin, wenn, dann nur eine Unterstützung. Du hast hier die Zügel in der Hand und schau mal, ich bin vielleicht auch ganz nett und sympathisch. Also wenn das passiert und so eine erste Beziehung aufgebaut wird, dann kann daraus was wachsen. Und die meisten Jugendlichen, die zum Beispiel so unmotiviert oder fremdmotiviert zu uns in die Sprechstunde kommen und sagen so, bin jetzt nur einmal hier, damit unser Schulsozialarbeiter mich nicht ständig nervt, auch die kommen meistens wieder, wenn sie merken, dass ihnen hier nichts Schlimmes droht. Das sind doch schon mal gute Aussichten auf jeden Fall. Spricht ja dann auch für ihre Arbeit, wenn die dann selber auch kommen möchten. Klappt nicht immer, aber Ja. meistens. Ja, Sie hatten jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal angesprochen, aber auch vor der Aufnahme von dem Online-Training erzählt, das Sie gerade entwickeln. Möchten Sie dazu etwas erzählen? Kann ich gerne machen. Also wir haben zwei Angebote für Eltern und wir arbeiten auch gerade an einem für Jugendliche und junge Erwachsene. Also das Online-Training, was wir für Jugendliche und junge Erwachsene gerade entwickeln, das entwickeln wir im Rahmen von dem Projekt Online-Brücke in Kooperation mit den Suchtberatungsstellen in Baden-Württemberg. Das heißt, wir bringen so unseren Input aus unserer klinischen Erfahrung rein und aus der Forschungsliteratur. Und die Suchtberatungsstellen bringen ihre Expertise aus der Beratung mit ein. Und wir haben aber auch Kontakt zu Betroffenen aus einer Selbsthilfegruppe und auch mit jugendlichen Betroffenen. Und versuchen da eben in diesem Team ein Online-Training für Jugendliche zu entwickeln, die bei sich den Eindruck haben, ja, könnte vielleicht etwas problematisch sein, mein Verhalten, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Ich klicke mich da jetzt mal rein. Also das ist so in unserer Vorstellung die Ausgangssituation. Und wir versuchen den Jugendlichen in diesem Online-Training dann ja, zum einen ein bisschen Klarheit zu verschaffen, dass die für sich eher eine Orientierung haben. Ist es jetzt schon ein Problem bei mir oder kann ich entspannt sein? Und dann aber auch eine Hilfestellung zu geben. Und dieses Trainingsprogramm wird dann auch mit den Suchtberatungsstellen verknüpft. Das heißt, wir wollen jetzt da keine Alternative zur menschlichen Beratung schaffen, sondern eher als Ergänzung funktionieren. Das heißt, Jugendliche können sich natürlich auch dazu entscheiden, nur anonym im reinen Online-Training zu bleiben und dort dazuzulernen. Aber wenn man schon eine richtige Sucht entwickelt hat, ist es schon auch schwierig und für Jugendliche sowieso schwierig, so allgemeine Informationen, selbst wenn es sehr interaktiv gestaltet ist, das auf die persönliche Situation zu übertragen. Und manchmal fehlt dann so ein bisschen der Kick in die Ass von Berater zu sagen, okay, du hast jetzt gelernt, du weißt, was du tun musst, jetzt musst du es aber auch umsetzen. So,
jetzt los geht's und nächste Woche will ich unbedingt von dir hören, wie es geklappt hat. Also diese Motivation, was ich im menschlichen Kontakt habe, was ich im Online-Training nicht habe, die wollen wir eben versuchen, dadurch zu gewinnen, dass wir Suchtberatungsstellen verknüpfen mit dem Training. So, das wäre jetzt das Angebot für Jugendliche, das ist gerade im Entstehen. Wir arbeiten da mit einer Stuttgarter Firma zusammen, die auch wirklich super kreativ ist, einen ganz tollen Job macht. Und ich hoffe, dass wir da was auf die Beine stellen können, was die Jugendlichen auch lockt, was Spaß macht, was die interessiert und was jetzt nicht zu Uniklinik-mäßig trocken oder verstaubt daherkommt. Und dann haben wir eben noch zwei Elterntrainingsprogramme. Das eine nennt sich ISIS Online-Training. Da können aktuell Eltern auch im Rahmen von einer Studie teilnehmen. Das heißt, wir schauen einfach in der Studie, ob das Training auch einen Effekt hat, ob es auch wirklich wirksam ist. Und dort können sich Eltern auch anonym anmelden und werden dann zufällig zu einer von verschiedenen Studienbedingungen zugelost. Und in einer von diesen oder in zwei von diesen Studienbedingungen können sie auch ein persönliches Coaching bekommen. Das heißt, sie lernen nicht nur Informationen oder lernen nicht nur Neues im Rahmen des Trainings, sondern können auch beraten werden und ihre persönliche Situation schildern und dann nochmal ganz konkrete Tipps bekommen. Und dann haben wir noch, also das ISIS Online-Training richtet sich an Eltern von Jugendlichen zwischen 12 und 21, die schon Symptome von der Sucht entwickelt haben. Und dann haben wir noch ein Frühinterventionsprogramm. Das ist ein Training, das sich an Eltern von Kindern zwischen 8 und 12 richtet. Also nochmal eine jüngere Zielgruppe, die jetzt auch noch keine Sucht entwickelt haben, aber die so erste Anzeichen aufweisen, wo die Eltern sagen, boah, ich bin eigentlich ständig nur am Diskutieren über irgendwelche Mediennutzungszeiten und Daniel, kannst du meinen Müll rausbringen? Ja, nur wenn ich dafür eine halbe Stunde zocken kann. Also zocken ist irgendwie, oder Mediennutzung insgesamt Das ist klingt nach irgendwie meiner zum Kindheit. ist irgendwie so zum Dauergesprächs- und Konfliktthema geworden und Eltern fragen sich dann vielleicht so, hey, ist das noch normal oder schießt mein Kind da schon übers Ziel hinaus? Also die Eltern sind in dem ISIS Kids Online-Training richtig. Und Infos zu all den Trainings oder auch zu unseren anderen Forschungsprojekten, auch zur Online-Brücke, gibt es unter www.elterntraining-internetsucht.de. Da landet man dann auf der Homepage von der Forschungsgruppe von der Uniklinik und hat dann da eine Übersicht über all die Projekte, die gerade am Laufen sind. Cool, das werde ich auf jeden Fall verlinken in die Podcast-Beschreibung, dass man sich das dann auch nachlesen kann. Jetzt zuletzt noch eine Frage, die wahrscheinlich auch sehr, sehr individuell ist, aber vielleicht gibt es da irgendwie ein Augenmaß, sage ich jetzt mal, an einer Aussage, die man machen kann. Wie hoch ist denn die Quote an denen, die dann nach einer Behandlung dann es wirklich schaffen, dann auch aus diesem pathologischen Verhalten wieder rauszukommen? Oder wie viele gibt es, die da vielleicht mehrere Anläufe brauchen? Ist wahrscheinlich auch wieder sehr individuell, aber gibt es da irgendeine Aussage, die man treffen kann? Ja, das ist tatsächlich schwierig, das in der Zahl zu fassen. Ich glaube, das ist auch bei jedem Behandler wahrscheinlich anders, wie erfolgreich er ist. Ob er selber zockt oder nicht, zum Beispiel. zum Beispiel auch das. Also, wir haben eine Spontanheilungsrate zwischen 16 und 50% bei den Jugendlichen. Also da das ist schon, finde ich, auch nochmal eine interessante Erkenntnis, dass man sagen kann, bei 16 bis 50% der Jugendlichen löst sich die Problematik nach einigen Jahren auch von alleine wieder auf. Wie hoch Woran jetzt? liegt das? Ist das einfach die natürliche Entwicklung des Erwachsenwerdens oder wie kann man sich das erklären? Ja, also ich glaube, wenn jemand wirklich im Sumpf steckt, dann wird er ja auch selbstständig versucht, da irgendwo wieder rauszukommen, sobald er merkt, dass er im Sumpf steckt und dass er so nicht mehr vorankommt. Also zum einen sind es, glaube ich, einfach auch die Kompetenzen, die dann die Jugendlichen selber mitbringen,
sich selbst zu heilen oder auch mit Unterstützung der Familie oder mit Freunden oder mit Lehrkräften. Und dann verändern sich natürlich auch die Lebenssituationen. In der Schule kann ich mir das vielleicht noch mal eher leisten, hin und wieder nicht hinzugehen und krank zu machen sozusagen. Sobald ich aber in der Ausbildung bin, verändert sich das. Und dann muss ich schauen, ob ich auch mein Verhalten verändere oder ob ich die Ausbildung abbreche. Also ich glaube, es ist einmal auch die Reife, die kognitive Reife, auch das vorausschauendere Denken. Also Jugendliche sind ja auch durch die Pubertät, dadurch, dass sich auch das ganze Gehirn umstrukturiert, sind die sehr am Hier und Jetzt und denken oft sehr wenig an die Zukunft sozusagen. Und wenn sich das dann nach ein paar Jahren auch wieder verändert, dann kann sich auch so eine Symptomatik wieder verändern. Und ich spreche auch mit einigen jungen Erwachsenen, die mir dann erzählen, ja, sie haben so in der Pubertät, so zwischen 14 und 17, waren sie eigentlich voll in der Sucht, haben das zu der Zeit aber überhaupt nicht wahrgenommen und haben jetzt im Nachhinein betrachtet auch super viel verpasst aus ihrer Jugend, weil sie halt eigentlich nur vorm Rechner gesessen sind und irgendwann sich sämtliche Freunde verabschiedet hatten und sie waren dann eigentlich auf keiner Party eingeladen und schulisch ging es auch bergab. Also die das so im Nachhinein sagen, wie schade, dass ich da so viele Jahre gefesselt war und ich habe es nicht bemerkt und wie schade, dass ich nicht früher in eine Behandlung gegangen bin, um das zu verändern. Aber trotzdem haben sie es alleine rausgeschafft. Cool. Ja, das sind doch schon mal super Aussichten auf jeden Fall. Ja, ich bin dann auch schon ans Ende meiner Fragen gekommen. Vielen Dank, Frau Brandhorst, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gibt es noch irgendwas, was Sie den Zuhörern und Zuhörerinnen gerne mitgeben wollen würden? Ich glaube, das meiste haben wir jetzt wirklich schon besprochen. Vielleicht wirklich nochmal der Appell, gerade wenn der Podcast sich auch an viele Fachkräfte richtet, da nicht scheu zu sein und offen zu sein, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu gehen, das nicht zu verteufeln und auch nicht zu sehr auf so plakative Medien zu hören. Wenn ich schon lese, Killerspiele im Kinderzimmer, ich finde, viele Medien versuchen auch der ganzen Spieleindustrie und den Spielen so ein krass negatives Image zu geben. Und da darf man auch nicht alles glauben, so wie es auch mit vielen Infos im Internet ist, was da steht. Und deswegen lieber mit einer Offenheit reingehen, das Gespräch mit dem Jugendlichen suchen und auch nicht gleich davon reden, so hier, du sitzt immer in der Schule und bist total müde, machst deine Hausaufgaben nicht und das und das und das, sondern sich eher mal dafür interessieren, was macht denn der Jugendliche dort und warum begeistert ihn das so sehr, dass er abends eben nicht abschalten kann und viel zu spät ins Bett geht etc. Also einfach da mit einer positiven Haltung rangehen. Ich glaube, das wäre jetzt so mein schönes Schlusswort. Perfektes Schlusswort. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, cool. Danke fürs Aufklären über diese ganzen Themen. Wie gesagt, ich werde die Informationen auch nochmal zu Ihnen und zu dem Online-Training und allen anderen Sachen, die wir gesagt haben, verlinken. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.